Das hält. Super. Ich hätte auch noch mehr. Geht das so? Ich nehme eins von hier hoch. Guck doch an, woher der Wind kommt. Das ist ja recht. Das ist von oben. Reicht das mit den zwei Batterien? Ja, ich glaube schon. Sehr nett. Siehst du mal ein bisschen auf? Guck mal, ob es passt. Sieht doch cool aus. Passt. Perfekt. Oder? Ja. Passt perfekt. Blind geleuchtet. Sehr schön. Nee, blind nicht. Mit Gefühl. Mit Gefühl. Ich habe sie hier nochmal in reiner Form. Möchten Sie auch? Mit dem zweiten lebt man besser. Ja? So, jetzt der Scherzer. Wie macht ihr das jetzt bildlich? Ihr fahrt wahrscheinlich auf mich zu, oder? Ich habe noch keine Anweisung. Ja. Muss die Regie aus Mainz vielleicht sagen, ja? Martin zu Philipp. Vor 8 Jahren im Heiligen Damm, da reichte ein Zugeständnis von George Bush. Ja, ich höre dich, ja, alles in Ordnung. Ist laut genug? Ja. Okay. Was heißt nur? Ja. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja, so ist doch gut. Ja, ja, okay, alles klar. Mhm. Ja, vor 8 Jahren in Heiligendamm, da reichte ein Zugeständnis von George Bush und der Mythos von der Klimakanzlerin war geboren. Der Grundstein für Merkels nationale und internationale Reputation. Seitdem ist vieles anders. Barack Obama spricht nicht nur von Partnerschaft. Er fordert von Europa auch, dass es seine Probleme selbst löst. Daran gemessen hat die Kanzlerin ihre Gäste in Elmau mit halbleeren Händen empfangen. Die Gefahr für den Euro ist alles andere als gebannt. Europas Beitrag für ein stabiles Weltfinanzsystem wackelt. Tsipras hat Merkel, Hollande und Juncker vorgeführt. Und der Waffenstillstand in der Ostukraine ist trotz aller Anstrengungen Merkels brüchig. Die Krise am Rande Europas schwelt weiter. So konnte der Stern der Kanzlerin in Elmau nicht ganz so hell leuchten. Die Männer aus Moskau und Athen waren als Störenfriede immer präsent. Es mag konsequent sein, Putin aus dieser Weltgemeinschaft auszuschließen. Zur Lösung internationaler Krisen wird er dennoch gebraucht. Bei aller Prinzipientreue, diese 7 haben nur noch begrenzte Macht. Wie weit sie reicht, wird sich auch daran zeigen, wenn es an die Umsetzung des 2-Grad-Ziels geht. Wird sich auch an der Umsetzung, also können wir eigentlich einfacher machen, können wir noch was korrigieren? Wird sich auch an der Umsetzung des 2-Grad-Ziels zeigen. Ja, wird sich auch an der Umsetzung des 2-Grad-Ziels zeigen. Uhr, okay. Alles klar, ja. Echt, dass ich sie erwürge hier. Schauen Sie mal. Das ist eine Farbe zu viel. Na gut. Wie weit sie reicht, wird sich auch an der Umsetzung des 2-Grad-Ziels zeigen. Zunächst hat Merkel nur ihre klimapolitische Führungsrolle bestätigt und die 7 für den Klimagipfel in Paris eingeschworen. Elmau ist eine Zäsur. G7 ist keine Weltregierung, sondern zu einer Art Klausur der westlichen Führungsmächte geworden. An Inszenierung führt an einem solchen Welttheater übrigens kein Weg vorbei. Nicht nur die Mächtigen, selbst die Protestler setzen sich perfekt in Szene. Das Problem ist aber, je gigantischer die Inszenierung, desto größer die Erwartungen. Je schöner die Bilder, desto sichtbarer auch die Grenzen der Macht. Weniger wäre in Elmau mehr gewesen. Ich habe
bleiben in der Einstellung die ganze Zeit. Dann kann die Wasserflasche jetzt theoretisch auch einfach stehen bleiben. Ja, gut. Ja, kann sie hören. Hallo. Flugmodus reicht, ne? Ja, Flugmodus. Ah ja, wenn wir um 10 nach drauf sind, dann sind wir vor dem Brennpunkt und das wäre sicher ganz gut. Ist okay. Ich glaube, er hätte mich schon angesprochen, wenn er schon da wäre. Wie bitte? Ah ja, okay. Ja. Ja, es wäre ganz gut, weil hier nebendran... Ja, super, weil dann sind wir vielleicht fertig, bevor hier der Brennpunkt neben mir beginnt mit Sigi Gottlieb und er hat so ein Organ, dass der mir ja bei mir interferiert sozusagen. Hi Klaus, tut mir leid, dass ich dich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht habe. Kannst du mich hören? Ja, es ist nur, das zieht.
Ah, okay. Kein Problem. Nein, nein, ich warte erst seit 2 Minuten. Es war nur so, dass hier offenbar Riesengewitter aufzieht und die Kollegen haben Angst, dass uns das Set hier wegfliegt. Ja? Mhm. Geht's dir gut, Klaus? Wie war die Vorlesung? Ich habe einen schönen Artikel gelesen. Es gab was in... Ah, toll, toll. Das freut mich. Ja, okay, prima. Ja, prima, ja. Mhm. Vor 8 Jahren in Heiligendamm, da reichte ein Zugeständnis von George Bush und der Mythos von der Klimakanzlerin war geboren. Der Grundstein für Merkels nationale und internationale Reputation. Seitdem ist vieles anders. Barack Obama spricht nicht nur von Partnerschaft, er fordert von Europa auch, dass es seine Probleme selbst löst. Daran gemessen hat die Kanzlerin ihre Gäste in Elmau mit halbleeren Händen empfangen. Die Gefahr für den Euro ist alles andere als gebannt. Europas Beitrag für ein stabiles Weltfinanzsystem wackelt. Tsipras hat Merkel, Hollande und Juncker vor aller Welt vorgeführt. Und der Waffenstillstand in der Ostukraine ist trotz aller Anstrengungen Merkels brüchig. Die Krise am Rande Europas schwelt weiter. So konnte der Stern der Kanzlerin in Elmau nicht ganz so hell leuchten. Die Männer aus Moskau und Athen waren als Störenfriede immer präsent. Es mag konsequent sein, Putin aus dieser Wertegemeinschaft auszuschließen. Zur Lösung internationaler Krisen wird er dennoch gebraucht. Bei aller Prinzipientreue, diese 7 haben nur noch begrenzte Macht. Wie weit sie reicht, wird sich auch an der Umsetzung des 2-Grad-Ziels zeigen. Zunächst hat Merkel nur ihre klimapolitische Führungsrolle bestätigt und die 7 für den Klimagipfel in Paris eingeschworen. Elmau ist eine Zäsur. G7 ist keine Weltregierung, sondern zu einer Klausur der westlichen Führungsmächte geworden. An Inszenierung führt bei einem solchen Welttheater übrigens kein Weg vorbei. Nicht nur die Mächtigen, selbst die Protestler setzen sich perfekt in Szene. Das Problem ist aber, je gigantischer die Inszenierung, desto größer die Erwartungen. Je schöner die Bilder, desto sichtbarer auch die Grenzen der Macht. Weniger wäre in Elmau mehr gewesen. Einverstanden, Klaus? Ist dir irgendwas aufgefallen? Prima. Gut? Ja? Dann bedanke ich mich in die Zentrale. Vielen Dank, Kollegin. Danke. Jedes Wort ein Treffer. Tschüss. Danke. Ciao. Okay, liebe Kollegin. Ja. Vielen Dank auch. Wir bauen dann hier ab. So, dann Sicherheitsrückbau. Ja, dieser Bass ist ja immer dabei.